Ja, Christian Schemmeier, Diplompsychologe, Bürger der Welt und des Universums und der Galaxie. Ja, und so weiter. wir machen wieder ein Dating-Video und heute haben wir das Thema Vermeide Awkward, also seltsame Situationen irgendwie auf dem ersten Date. Wir haben mal wieder eine Story aus Love Island, finde ich mal so schön als visueller Aufhänger, immer ganz nice. Vorab mal noch, kommt zur fucking Liebeschiff-Party, 25.09. im schönen Berlin. Wer weiß, wann es die nächste gibt. Die nächste Ort wird auf jeden Fall München sein danach. Aber ja, man weiß ja nie mit Corona. Und ja, würde mich freuen, wenn wir uns da sehen. Und genau, kannst du auf liebeschiff.de buchen, wie auch meine wunderschönen, hervorragenden Kurse. Wir hatten gerade wieder ein super nettes Bootcamp, hat voll Spaß gemacht. Und es gibt ja auch noch eins in Hamburg. Ja, gucken wir uns die Szene mal an. Also es ist eine Szene, wo die beiden, also das Witzige bei diesem Sache ist natürlich, er konnte sich nicht entscheiden zwischen zwei Frauen. Und sie hat das einzig Richtige gemacht, endlich nach mehreren Tagen, dass sie gesagt hat, hey, dann gucke ich mir auch mal einen anderen Typen an. Dann wurde sie plötzlich interessanter. Jetzt, ich kann es nicht hundertprozentig lesen, also vielleicht steht sie zwischen zwei Typen jetzt. Oder sie ist doch ein bisschen abgefuckt von ihm inzwischen. Auf jeden Fall hat er sich jetzt, eigentlich haben sie sich jetzt füreinander entschieden und sie sind ja auch schon verkappelt und sie haben jetzt so ihr erstes Date in der Private Suite, glaube ich. Den halt nutzen, um diesem ganzen Gefühl oder dieser Unsicherheit, die du hast, einfach mal ein bisschen zu helfen und dir halt ein bisschen die Klarheit zu geben, so wie du halt für mich fühlst, das Leben. Und jetzt geht es sozusagen um den ersten Kuss außerhalb von so einem Kussspiel, so. Und naja, und für einen Mann ist es so, es richtet sich wahrscheinlich jetzt eher an Männer, ein Mann möchte immer eine Love, eine Frau möchte immer, ja natürlich auch, aber eine Frau möchte eine Love Story sein, ne? Es soll, ja, ich will jetzt nicht sagen wie im Film, weil im Film wird es immer falsch dargestellt, aber es soll romantisch sein, es soll sich ergeben aus dem Moment und sich so nahtlos einfügen in den Abend, dass sie so, ja, dass sie einfach sich fallen lassen kann und was weiß ich. Und dazu sollte es möglichst wenig seltsam sein. Und möglichst wenig seltsam heißt, das ist halt, ich meine, das, ich weiß, es ist schwierig für einen Mann, geht allen Männern so, aber das bedeutet halt, dass man versucht, einen guten Moment zu finden, wo man sie küsst, also wo es, wo sie nicht schon irgendwie stundenlang gewartet hat oder tagelang auf den ersten Kuss. Aber wo es auch nicht zu früh ist, sodass sie noch nicht genug Zeichen gegeben hat. Aber sie hat inzwischen ja schon so viel Zeichen gegeben, dass sie ihn gut findet. Ja, wie auch immer. Aber anstatt, dass er einfach... was ist ein Date? Ein Date ist eine lustige, spaßgefüllte Aktivität, die theoretisch zu mehr Körperlichkeit führen könnte. Und ein Date ist nicht irgendwie, weiß ich nicht, awkward, Drama, komische Sachen reden, sondern es ist einfach ein Ort, wo man Spaß hat, ne? Und anstatt, dass er einfach, sie, weiß ich nicht, vielleicht sie ein bisschen neckt oder sie neckt ihn oder sie haben Spaß oder sie lachen über irgendwas und dann kommt sich irgendwie näher und dann küsst er sie halt irgendwie, macht er jetzt hier, ah, steh mal auf und ich kann jetzt hier nicht so viel rausschneiden, aber sie ist dann, ja, also sie ist, das sieht man sofort dann in der Folge, sie ist, weiß nicht, ob sie es vorher vielleicht auch schon war, aber sie ist komplett, die ist einfach nicht drin. Das gefällt ihr nicht. Sagt sie auch später, dass sie irgendwie gar nicht so richtig weiß. Ne? Weil sie das, glaube ich, irgendwie, es hat ihr nicht gefallen. Es war irgendwie zu neutral, kühl, irgendwie so mit Tamtam, nicht so aus dem Herzen raus. So. Und ja, und das ist halt, Dating ist eine Kunst. Ne? Die Kunst, ja. Das ist eine künstlerische Tätigkeit, ein Date gut zu gestalten, ne, für beide Parteien. Ja, Aileen und ich überlegen ja auch, ob wir mal so Flirt- und Dating-Live-Kurse machen. Wenn dich das interessiert, schreib es vielleicht mal drunter in die Kommentare. Wäre wahrscheinlich so eine eintägige Geschichte irgendwie. Und Aileen ist ja auch super gut da drin. Und ich dachte, könnte man beide Seiten wahrscheinlich gut beleuchten. Es gibt auch Seiten, die kann ich einfach nicht gut ansprechen. Das kann eine Frau, glaube ich, besser. Und ja, wäre vielleicht eine lustige
Idee. Und in diesem Sinne, wir werden uns bald wiedersehen.